Und jetzt sitzt Philipp Hess auf der 31Q7 Oldenburger Hengst von Quantensprung, Fiedertanz, Zuchthof Opensande und Burkhard Wahler haben den Hengst gezogen und Anmelder ist Burkhard Wahler. Ja, Q7, nämlich großer Hengst. Gestern wirklich schon einen guten Grundgangarten, war dann noch sehr mit seiner Umwelt beschäftigt. Deswegen wollen wir ihm heute auch eher mal die Chance geben, dass er so sich das am zweiten Tag nochmal so in Ruhe und Losgelassenheit sich hier präsentieren kann. Gerade für so hochsensible Pferde oft nicht einfach, fremde Umgebung, bisschen Bewegung überall. Auf der einen Seite wollen wir auch diese sensiblen Pferde, müssen wir denen auch wirklich auch diese Zeit auch geben, sich entfalten, entwickeln zu können. Das ist richtig schön. Wäre natürlich klar so, dass man den Berg aufkonstruiert, wenn er sich jetzt Philipp bewusst noch ein bisschen den Hals zum Fallen lassen bringt. Aber ich glaube, wenn er nachher mehr Gefühl auch für das Pferd entwickelt, dass er zum Reiten kommt, Pferd auch noch mehr Vorsicht bringen, also das ist genau richtig. Sich erstmal wirklich da mit ihm anfreunden. Gut, Richtig, wenn du einen Moment noch brauchst, noch ein paar Wendungen reiten wird. So, gut, das ist richtig, dass wirklich auch dir die Zeit nehmen dafür. Dass er das Vertrauen hat, wenn er die Ohren spitzt, der so hinguckt, ist auch das Vertrauen hat, dann wirklich weiter zu gehen. Gut, das ist schön, ist auch gutes Tempo jetzt erstmal für den Anfang. Ich glaube, da sieht man jetzt schon, ein bisschen Ausdruck kann man da ins Pferd relativ schnell hineinreiten. Aber das, hier wollen wir erstmal heute deutlich mehr den Fokus auf die Losgelassenheit legen. Weiterreiten, weitertreiben, denken. Jetzt sind wir vorne und nach vorne weggaloppiert. Gut, ja, jetzt geht's besser. Ja, genau. Gut, gerade zum Galoppieren. So, das muss er dann lernen, dass er sich da wirklich ins Bergauf auch abdrückt. Das ist aber, je mehr der Reiter dann zum Reiten kommen kann, je mehr Sicherheit er durch das Pferd auch bekommt, je mehr wird das Pferd sich auch trauen, so die Kraft aus dem Hinterbein zu entwickeln, so ins Bergauf das anzulegen. Aber heute sieht er jetzt schon deutlich zufriedener aus hier mit seiner ganzen Umwelt. Und das ist ja dann ein Zeichen, dass die Grundrittigkeit, die Grundleistungsbereitschaft ja auch da ist. Gut. Habt ihr unheimlich sicher auch durch die Wendung weiter, wird schön balanciert. Gut, sehr gut, das ist das, was ich meine. Jetzt sieht man, wie das Pferd anfängt, sich zu entwickeln im Aussitzen. Man kann ein bisschen das Hinterbein da auffordern, das Pferd wird so wirklich im Positiv vor dem Reiter größer. Entwickeln. Gut.
den sich schön gerade halten, genau, ne? So, dass man mit der äußeren Schulter wegdrückt. Ja. Das ist gut. Oh, jawohl. Das ist sehr gut. Das ist genau das, was ich meine, ne? Wenn du dann so zum Reiten kommst. Noch was ist. Gerade im Trappablauf, wo das Pferd mal sich hin. Sich hinreiten lässt. Cool. Richtig, das Hinterbein auffordern, ne? Das ist sicherlich das, was noch ein bisschen fehlt, irgendwie diese hinten so, ne? So, genau, voll abdrücken können, ne? Ist ja von hinten noch geschlossen und bleibt beim Vorwärts. Gut, so, einmal Linksgalopp entwickeln. Gut, ja, richtig, ne? Richtig, so uns bergauf, genau. Das ist gut, ne? Ist ja nicht schneller wird im Ablauf. Galoppsprung, sucht die Dehnung, ne? Für ein vierjähriges Pferd im Galopp, das ist ja auch nicht so einfach, so die Zügel, ne? Dem Zügel so zu folgen. Gut. Das hat sich auch deutlich besser hier zurechtgefunden mit der Umgebung. Ja,